Ich musste erstmal so voll viel hochscrollen, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwas Saukrasses ist passiert, bis ich dann das Bild gefunden habe, dass jemand die Kantinentür angezündet hat. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Musikverein in der Kantine. Servus und hallo zur ersten Folge vom Kulturbeutel. Ich bin Manu, das ist der Kulturbeutel und ich schaue mir in der Nürnberger Kulturszene an, was da denn so los ist. Heute stehe ich vor der Kantine und das ist nicht irgendeine Kantine, wo es schlechtes Essen gibt. Nein, hier gibt es regelmäßig gute Musik, denn der Musikverein organisiert dort regelmäßig Veranstaltungen. Aber nicht nur Corona, sondern auch ein Brand haben den Musikverein in letzter Zeit ziemlich zu schaffen gemacht. Darüber möchte ich mit Stefan sprechen, der ist Mitglied im Musikverein. Ich packe mir noch eine Maske auf und dann geht's rein zu Steffen. Genau, also hier ist der Backstage. Wenn hier Normalbetrieb ist, sagen wir, wenn kein Corona ist, ja. Dann habt ihr hier Veranstaltungen. Genau, wir haben Lesungen, Konzerte, Biertrinken, Treffen und Clubnächte. In der Kantine sind wir jetzt knapp 3 Jahre. Davor waren wir auf der Straßenseite gegenüber im Zentralcafé. Genau, da war am 14.07.2017 die letzte Abschiedsparty. Don't cry hieß die. Das hat nicht so ganz funktioniert, nicht zu weinen. Der Musikverein ist ein freies Veranstaltungskollektiv in der Innenstadt von Nürnberg. Musikinteressierte Leute organisieren ehrenamtlich ein Programm für junge Menschen. Ich will mit Stefan darüber sprechen, warum er sich für den Musikverein engagiert und wie sie im Verein mit Rückschlägen umgehen. Würdest du sagen, es hat sich auch coronamäßig bei euch im Musikverein viel verändert? Ja, extrem. Wir können ja nicht veranstalten, jetzt seit Monaten. Was cool ist, ist, dass der Kontakt untereinander nicht so abgebrochen ist und es sind auch neue Formate entstanden. Also es gibt monatlich den Dropout Club jetzt, ist so ein Musikstream und Leute aus dem Musikverein laden sich noch Leute ein und dann zeigen sie sich gegenseitig Musik, es gibt irgendwie eine Chat-Interaktion und das Pub-Quiz, das hat jetzt im Internet angefangen und letzten Freitag konnten wir es dann auch zum ersten Mal outdoor veranstalten. Etwa 30 Leute erraten beim Pub-Quiz um die Wette. Aus den Fragen kann das Publikum nur lernen, denn es geht meist um erstaunliche Benachteiligungen von Frauen, die ich im Alltag übersehen habe oder sogar übersehen wollte. Die zweite Frage lautet, welche Serie mit queer-feministischem Background aus den vergangenen 3 Jahren, also die kamen in den vergangenen 3 Jahren raus, huldigt der legendären Szene aus The Breakfast Club, als sich mehrere Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Cliquen beim Nachsitzen anfreunden? A. Dear White People, B. Sex Education, C. Riverdale oder D. The End of the Fucking World. Was würdest du sagen, ist so der besondere Spirit bei dem Event? Das ist, war so schön, dass es so ein gemeinsames, okay, wir müssen jetzt hier mal was lernen, weil wir, obwohl viele sich, die da kamen, sicherlich viel mit Feminismus auseinandergesetzt haben, es einfach wirklich sehr schwere Fragen waren. Und es ging aber nicht so wirklich darum zu gewinnen, sondern es war irgendwie so, okay, jetzt wir stellen euch Fragen, weil das sind irgendwie Fakten, die wir ganz krass finden oder auch interessant und wichtig. Es ist halt ein Grundsatz vom Musikverein jetzt über die letzten Jahre, der immer wichtiger wurde, dass auf einmal die Agenda auch war, einfach mehr Frauen auf die Bühne zu kriegen. So das Verhältnis auf Bühnen, eigentlich jeder Musik ist immer viel weniger Frauen als Männer, sind in irgendeiner Weise erfolgreich und das kann ja nicht an Talent oder so liegen, sondern da ist ein System dahinter. Kommen wir mal zu was nicht so Schönem. Erinnerst du dich noch an den Morgen vom 16. Oktober 2019? Ja, das war auf jeden Fall krass. Wir sind organisiert in so diversen Chatgruppen und auf einmal so beim Aufwachen ist schon ganz viel passiert, weil irgendwie seit 7 Uhr Leute unterwegs waren. Und ich musste erstmal so voll viel hochscrollen, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwas Saukrasses ist passiert, bis ich dann das Bild gefunden habe, dass jemand die Kantinentür angezündet hat. Eine Person hatte als Racheaktion 2 Papiercontainer vor den Eingang der Kantine geschoben und angezündet. Für den Verein war das ein Tiefschlag.
Zwar wurde niemand verletzt, aber mehrere Monate lang konnte der Musikverein keine Partys veranstalten. Und als die Kantine gerade wieder öffnen konnte, da kam die Corona-Schließung. Als Gemeinschaft hat der Verein diese Zeit durchgestanden. Andere Kulturinstitutionen zeigten sich solidarisch und halfen mit Ausweichorten. Auch für Stefan war es eine prägende Zeit. Was würdest du sagen, bedeutet für dich der Musikverein ganz persönlich? So ein Zuhause zu haben, das völlig frei und selbstgewählt ist. Ich habe meinen Kulturbeutel dabei. Und ich möchte, dass jede Institution, jeden Ort, den ich besuche, die soll mir was in diesen Kulturbeutel packen. Was vom Musikverein soll ich denn in diesen Beutel packen? Also vom Musikverein würde ich dir den Tipp ans Herz legen und dann in deinen Kulturbeutel packen, dass, wenn du eine Idee hast, was du machen willst, dann such dir Leute und mach das. Also ich bin überhaupt kein machender Mensch und überhaupt nicht aus mir raus selber einfach aktiv, aber jetzt in dieser Crew vom Musikverein, die so herzlich ist und interessiert und die mich auch so arg inspiriert, kann auch ich das sein, so. Genau, das würde ich dir in deinen Beutel passen. Aber was Materielles möchte ich auch noch. Ja, da hast du Glück, dass ich noch so eine Pfandmarke gefunden habe als Erinnerung an den Musikverein. Das ist unser jahrelanges Logo, die süße Katze. Und das ist die Special Edition mit Krone, die gab es zum 40-jährigen Geburtstag. Das war Folge 1 vom Kulturbeutel hier beim Musikverein, der sich nach Brand und Corona langsam zurück zur Normalität kämpft. Jetzt würde mich einfach noch eure Meinung interessieren. Was ist denn ein kultureller Ort, den ihr gerne besucht? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare.